Herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds, Peril on Gorgon. Wir sind in der VfK. Schauen uns hier ein bisschen um. Da können wir nicht durchkrabbeln. Hier kommen wir rein. Oh, das sind dann die, die es nicht geschafft haben. Neues, anderes, weiteres Testsubjekt. Energiekanister nehmen wir mit. Employer Rights. Viele werden es nicht sein. Das sind wahrscheinlich die, von denen wir gelesen haben. Aber cool, hier können wir einfach rein. Folgen dem. Ist das ein Förderband hier? Ja, sieht aus wie so ein Förderband. Each discovery is worse than the last. Human depravity knows no bounds, does it? Weil die kamen da rein. Und hier als Würfel wieder raus. Wieso machen sie den Menschen denn zu Würfeln? Ekelhaft. Nachrichten. Eingehende Nachrichten. Betten. Ich will nicht mehr mitspielen. Lass uns einfach unsere Jobs erledigen, okay? Victoria Sendovel. Die gewettet. Nachrichten. Ausgehende Nachrichten. Die Wette der Wache. In Ordnung, ich setze 10 Bits auf 52F. Ich weiß schon, was du dir denkst. Der ist so dürr, da müssen die Chancen doch schlecht stehen. Aber ich bin ein Glücksspieler, Victoria, und ich habe mittlerweile ein gutes Auge für sowas. Was denkst du? Okay. Und dann haben wir noch die Wahrheit. Nein, ich rede nicht über die Testsubjekte, Vicky. Ich rede über die Zahlen. Ich habe verfolgt, wie viele Leichname wir pro Tag und pro Woche bearbeiten. Und die Anzahl schwankt zwar, aber nie zu sehr. 1 und 3 und 2 und 5 und 1 und 1 und 2 und dann 10. Sieh dir einfach das Diagramm an, das ich dir auf den Schreibtisch gelegt habe. Du kannst dich selbst davon überzeugen, dass es ein Muster gibt. Du siehst es doch, oder? So, ich muss mal eben hier... mein Gamepad ab. Stöpseln hier. Das habe ich sonst mal vorher gemacht, weil ich ansonsten den Mauszeiger auf nicht sehe. Wie ihr eben gemerkt habt. Aber wieso machen sie den Würfel draus? Was machen sie mit den Würfeln? Nutzen? Nö. Okay, wir müssen jetzt nach oben. Verwaltungsebene erreichen. Die Aufhebungsautorisierung von Blakesleys Terminal senden. Das versuchen wir mal. Oh, die sind schon kaputt. Trifft sich doch gut. Ich bin echt gespannt, wer diese mysteriöse Gestalt ist. Blitzkrieg. Ach, der droht nur. Spending so much time watching us. Where will they find the time to plot their diabolical machinations that will spell our doom? Na, bin mal gespannt, wer uns da gleich angreift. Leichte Pistole MK3. Ja. So, Administratorfunktionen. Abriegelung für Zentrum für Synthese und Manufaktur aufheben. Sehr schön. Status Zentrum für Synthese und Manufaktur. Ja, zurück zur Administratorfunktion. Zurück zu Stammverzeichnis. Nachrichten. Eingehende Nachrichten. Fehlende Testmeldung. Marion, es ist jetzt 3 Wochen her. Wo zur Hölle sind die Berichte der VfK? Entweder lieferst du mir bis heute Abend die oder deine Kündigung. Mir reicht es. In Zukunft wirst du mir im 2-Wochen-Rhythmus Berichte zum Status von VfK schicken. Darin werden enthalten sein unser Inventar an Testsubjekten, die an ihnen getestete Version des Gorgon-Wirkstoffs, die Häufigkeit der Injektion und die jeweils verantwortliche Person. An diese Berichte hängst du eine Mortalitätsaufzeichnung an. Darin enthalten sein wird eine Verbrauchsanalyse sowohl für unsere Freiwilligen als auch für unsere Wirkstoffampullen, zuzüglich einer detaillierten Beschreibung der Symptome. Ich will Tabellen sehen, Mary. Dicke, fette Tabellen mit haufenweise wichtigen kleinen Zahlen. Und bevor du fragst, im 2-Wochen-Rhythmus heißt 2-mal in einer Woche. Du nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine. Okay. Zurück zu den eingehenden Nachrichten. Ambrose hat auch geschrieben.
Marion, personalisiere die folgenden Anschreiben an die Familien der toten Freiwilligen und schick sie raus. Kopien schickst du an Lucien und an der üblichen Adresse. Stelle sicher, dass er jeder einzelne entgegennimmt. Olli, lieber Name, mit größtem Bedauern nehme ich die Pflicht wahr, dich vom Tod deiner Angehörigen Name zu informieren. Name starb friedlich im Kreise von Freunden. Bitte sei unsere Anteilnahme in dieser schwierigen Zeit versichert. Auch wenn es nur einen schwachen Trost spenden mag, sollst du wissen, dass deine Angehörige für ein besseres, produktiveres Halcyon starb. Gemäß des von Namen unterzeichneten Kontrakts mit dem Strafvollzug Tartarus, einem Tochterunternehmen von United Defense Logistics, gilt ihre Inhaftierung damit als verbüßt. Ja, super. Gut. Ja, zurück zu Nachrichten. Ausgehende Nachrichten. Antwort an die neuesten Ergebnisse. Goodfellow. Ja, viele Testsubjekte weisen noch immer erhöhte Aktivität und Konformität auf. Die gleiche euphorische Antwort. Aber der Absturz kommt immer. Die Tests zeigen ganz klar, dass der Wirkstoff X von Chem bei Langzeitanwendung extreme und irreversible Folgen hat. Einige Freiwillige aus der alten SC-02-Gruppe können kaum noch sprechen. Wenn sie es doch tun, dann betteln sie um mehr Wirkstoff. Es fällt mir schwer, dafür schönere Worte für dich zu finden, Lawrence. So gut, dass du um die nächste Dosis betteln wirst? Wage es nicht, das zu verwenden. Wenn wir den Wirkstoff verdünnen oder den Verabreichungsplan strecken können, dann könnten wir ein paar der Abhängigkeitseffekte lindern. Wenn wir die frühen Testsubjekte auf Entzug setzen, könnte uns das Zeit verschaffen, bis Cam die Formel verbessert. Ich brauche Zeit. Lawrence. So, zurück zu den ausgehenden Nachrichten. Versuchsberichte. Morley, stell mir bitte ein paar Versuchsberichte des letzten Monats zusammen. Wenn du willst, nimm dir welche von denen, die wir ans BKI geschickt haben, solange sie Tabellen haben, und packe die schlimmsten Mortalitätsaufzeichnungen ganz nach vorne. Okay, das ist dann die Antwort dazu. Dann haben wir noch Versuchsgruppe SC82. Wenn jetzt hier im Auftrag des Büros für kreative Inkubation verschiedene Mengen an unbekannter Lösungen in Testsubjekte, die bereits behandelt werden. Welche organisatorische Restrukturierung, glaubst du, könnte hier auf wundersame Weise wissenschaftliche Maßstäbe in diesen Prozess zurückbringen? Bleib beim aktuellen System. Beileidsbriefe. Morley, such dir zwei der verstorbenen Testsubjekte raus und schreib Beileidsbriefe. Irgendwas Edles. Mit viel Zucker. Solltest du keine Angehörigen in den Aufzeichnungen haben, kannst du auch welche erfinden. Verwende das billige Papier. Lass die Briefe auf meinem Schreibtisch, ich beseitige sie dann demnächst. Okay. I fear that I will become numb to these incessant horrors. Sie müssen einen Grund dafür gehabt haben. More misery is wrought by those who clothe themselves in justification than by those that set out to do harm. They knew. They knew Adrenatime did this, yet still released it. All to serve their inexhaustible greed. Vielleicht war es ein Versehen. It was definitely a mistake. Sadly, an intentional one. I hope this journal holds what many suspects it does, but I'm starting to have doubts that it will exonerate her mother. Sehen wir zu, dass wir das Buch finden. Und dann... machen wir uns mal weiter auf die Suche nach dem Buch. Was war jetzt eigentlich das Ziel? Finde den Eingang zum Chemlabor. Okay, das ist damit abgeschlossen. Wir müssen noch die elektrische Liebelei hier hinkriegen. Die hatte ich jetzt wieder ganz aus den Augen verloren. Ist hier unten 57. Das heißt, wir müssen noch mal runterfahren. Die haben wir jetzt nicht gefunden. Wir entfernen uns gerade wieder davon. Okay. Hier ist es genau. Oder müssen wir doch wieder nach oben fahren? Ist ein bisschen verwirrend hier. Weil hier ist es definitiv oben. Ja, wir müssen nochmal nach oben fahren.
sowas von. Wobei... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hier geht es dann sicherlich nur raus. Oder ist die hier oben? Nee, das ist der Ausgang. VfK-Visitationsprotokolle. Die Anlage für Verbraucherforschung und Kontrolle ist eine spezielle Forschungseinrichtung und beherbergt eine beträchtliche Menge an gefährlichen Materialien, Maschinen und Personal. Daher sind externe Besucher zu keiner Zeit ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der VfK-Testleiterin Dr. Marion Blakesley erlaubt. Wenn der Verdacht besteht, dass ein Besucher nicht über die entsprechende Berechtigungsnachweise verfügt, sind die folgenden Verfahren zu beachten. Erstens, bleib ruhig. Zweitens, informiere das Sicherheitspersonal in der Nähe über deinen Verdacht. 3. Warte, bis das Sicherheitspersonal und oder die Ausrüstung mit der Beseitigung des Besuchers fertig ist. 4. Verfasse gemäß der offiziellen Richtlinien einen Vorfallsbericht. Denk daran, die von Spacer's Choice genehmigte Formatierung und Sprache zu verwenden. Zu keinem Zeitpunkt sollte der Arbeitsplatz unbeaufsichtigt gelassen werden. Den Arbeitsplatz unbeaufsichtigt zu verlassen, wird als schwerwiegender Sicherheitsverstoß angesehen und kann zu einer Geldstrafe und oder einer fristlosen Kündigung deines Arbeitsverhältnisses führen. Das hat man, glaube ich, schon mal, oder? Eieieiei. Update. Die VfK ist bis auf Weiteres gesperrt. Lass niemanden in die Anlage, bis die geflohenen Freiwilligen ausfindig gemacht worden sind. Ich werde in der freiwilligen Einführung nachsehen, ob ich eine Spur unserer Flüchtlinge entdecken kann. Wenn du in den nächsten 20 Minuten irgendwelche Benachrichtigungen über Schlüsselkartenzugriffe erhältst, ignoriere sie einfach. Ja, da war ja einiges los, als sie dann die Plünderer sich in Gang gesetzt haben. Nee, wir müssen doch nochmal runter. Der war doch auch auf der Karte eingezeichnet. Eieieiei, der war doch auf der Karte. Ein bisschen ärgerlich, dass ich daran vorbeigelatscht bin. Oh, wir kriegen das schon hin. Jetzt einmal hier. Dann wieder nach oben, genau. Und dann orientieren wir uns jetzt mal an der Karte ausnahmsweise. Wir müssen rechts die Treppe hoch. Hier. Und dann ist er auch hier versteckt. I don't believe you've discussed the side effects, Dr. Ambrose. The drug's not ready for release yet. The side effects are immaterial. So it's dangerous. Perhaps it results in some thrilling mutations. Forearms, maybe? Or a second head? Try delusion, paranoia, gastric bleeds, violence, and fatal insomnia. Kam er denn hier wieder raus? Es ist ja schön, dass wir jetzt wieder hier sind. Wir eine kleine Abkürzung hatten, aber wenn man nicht genau weiß, wo die Abkürzung hingeht, weil in den Quartieren sind wir, glaube ich, falsch. Ich glaube, das ist falsch. Das hier ist ja willkommen. Dann müssen wir... Oder gibt es nur den einen Ausgang? Nee, wir sind doch irgendwie auch hier reingekommen. Hier. Nein! Gut, dann gehen wir halt... Von hier sind wir wahrscheinlich gekommen. Genau. Ach ja, und hier sind die Würfel. Und jetzt wissen wir auch, was das hier für Würfel sind. Yummy, 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 yummy. Yummy, 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 yummy. Ja, und die sind wieder gespawnt. Dann nieten wir sie halt nochmal um. Auch kein Problem mit.
Gibt es immerhin Erfahrung für. Ja. Noch. Gut. Kann hier noch irgendwie neuer dazugekommen sein? Irgendwann ist hier alles voll. Nein, wir haben ja nicht die Absicht, hier nochmal wieder zurückzukehren. Gut, zum Chemlabor. Das ist hier hinten. Oder? Ja, das ist da hinten. Sind hier hinten. Ja, dann macht es ja eigentlich am meisten Sinn, wenn wir hier geradeaus über die Brücke gehen und dann hier rüber vermutlich. Oder von hier unten dahin, das weiß ich nicht. Jedenfalls sollten wir zu den Ruinen reisen. Gut, und wir sollten wohl unsere Waffen reparieren, wenn ich das da so sehe. Kein Problem. So, ich wollte über diese Brücke hier gehen. Ach ja, das Kraftfeld sieht echt schön aus. Ja, mal sagen. So, ist ja auch wieder alles respawned, sieht ganz danach aus. Ach, immer dieser Respawn. Wie viel Plünderer kann es dir denn geben? So, waren wir hier schon mal? Hier waren wir auch noch gar nicht. Oder ich habe die halt nicht eingesammelt. Ist ja auch gut möglich. Frage ist, müssen wir jetzt da runter oder da hoch? Das ist halt die Sache. Die Frage, ob wir hier rechts irgendwie hinkommen. Es sieht mir aber nicht so ganz danach aus. Es klingt auf jeden Fall schon mal schön nach Chemielabor. Das muss man ja mal sagen. Mit. Ja, wir kommen da aber rechts nicht rüber. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt gegen die Viecher da kämpfen. Wir müssen dann irgendwie wieder runterkommen. Jetzt kommen wir runter hier. Ja, jetzt Checkpoint. Die Frage ist, haben wir hier auch noch einen Fahrstuhl? Der VfK hatten wir auf jeden Fall einen Fahrstuhl. Ich glaube, wir reisen dann eben dahin. Das geht schneller, wenn wir dann einmal über die Map laufen, als wenn ich da jetzt irgendwo einen Fahrstuhl noch suche. Genau, hier links rum. Das passt dann schon. A fossilized giant pterosaur? Magnificent. Wo? Oh, da. Ja. Nicht schlecht. Was seid ihr denn für welche hier? Move along, I say. We're conducting business. Okay. Dann macht ihr mal Geschäfte. Gift. Ich würde sagen, ein bisschen Gift hat noch keinem geschadet, aber das stimmt nicht. Okay.
letzte war. Können wir ruhig weitergehen. So. Ja, das sieht auf jeden Fall auch wieder alles sehr dicht hier aus. Das ist kein Problem. Das ist nichts Gefährliches, was da austritt. Muss ich keine Sorgen machen. Oh. Oh, die werden irgendwie immer größer, habe ich das Gefühl. Aua. What? Was ist denn hier passiert? Wo kommst du denn her? Hat sich, glaube ich, eingebuddelt, ne? Latsch. Oh, wir müssen hier mal... Och, ich will nicht sterben. Wie viele sind denn das hier? Das ist ja unfassbar. Okay, wir haben schon ein bisschen reingehauen. Da ist noch eine Box. Vielleicht ist da ein bisschen Muni drin. Ja. Aber auch hier haben wir wieder ganz gut Muni verloren für diese Waffe. Okay, Chemlabor, Außenposten haben wir erreicht. Und mit dem Gehörscanner kommen wir rein. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.